Und wie fandet ihr diesen Trip in den Untergrund? Also Hauptstory haben wir ja gar keine gemacht. Und die Oberwelt auch nicht groß erkundigt. Aber es gehört dazu, finde ich. Es gehört dazu. Und so verlassen wir den Untergrund für den Moment. Werden noch weitere Untergrundfolgen kommen, aber für den Moment gehen wir zurück und schauen wir uns mal hier das Gebiet an. Immerhin lauert da ja auch eine Quelle der großen Fee. Und wenn ich das so sehe, dann weiß ich schon, wohin ich als nächstes gehe. Und zwar zur großen Fee. O jemi nee. Das ist wieder einer dieser Momente, wo ich einfach nur sinnlos ein Stück vor mich herreime. Ihr wisst ja inzwischen alle, dass das dann nicht in der ganzen Folge passiert. Mitten in jeder Folge einsteigt dann. Herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Dieses Intro war nicht geplant, aber irgendwie finde ich es jetzt gerade mega cool und hier ist irgendwie dauerhaftes Gewitter. Was ist jetzt gerade so, mal abgesehen davon, dass meine Rüstung gerade ultra hässlich ist. Oder muss ich hier erstmal schick werden? Das hier ist schick. Das ist schick und das ist schick. So, mein Bogen ist nicht sicher. Dann nehmen wir mal den. Mein Schild ist nicht sicher. Dann nehmen wir mal das. Meine Waffe ist nicht sicher. Dann nehmen wir mal die. Als erstes hätte ich mal gesagt, ich doch da vorne direkt so einen Turm. Den will ich doch haben. Und einen Wald. Da rennt jemand. Eieiei. Das ist so eine So eine Modetuse. Den habe ich noch nie geredet. Hey. Also Mode ist ja jetzt der letzte Schrei. Ach, schön. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Hateno gehe ich jetzt nicht hin. Hört das auch mal auf. Nanu, wie geht's? Wie steht's, Reisender? Suchst du Randas Schatz? Räuberkönig Ramda, eine wahre Legende, Reichtümer. Aus mit der Sprache. Ja, sag mir, wo der ist. Ja. Ein Kleidungsstück aus Ramdas Schatz, das stark und mächtig macht, befindet sich irgendwo hier. Das sollte ja eigentlich mein Interesse wecken, nur nicht hier die Folge. Cool. Das wiederum, das markierte Gebiet mit der Hose, leider nur vor Donner schützt, aber die schützt und irgendwas macht. Verfreut mich. Hier ist ja auch ein kleiner Schrein. Da gehe ich jetzt rein. So soll es sein. Oh, Navi, hör doch auf zu reimen. Das ist gemein, wenn meinen Ohren weh und wie ich sehe, hast du schon wieder nicht deine Dinger gegen Herzen eingetauscht. Ich habe auch zuletzt wirklich sehr wenig zwischen den Folgen gespielt und mit sehr wenig meine ich gar nicht. Bedeutet, irgendwann werde ich, wohl oder übel, eventuell wieder Ressourcen farmen müssen. Aber wahrscheinlich offline. Problemfixierung. Aha. Ich sehe hier aber noch gar kein Problem. Nur Lösungen. Nur Lösungen. Das möchte ich mal bitte haben. Hey, ich will das haben. Danke. Was ist hier jetzt das Ding? Okay. Kann man so machen. Kann man so spielen. Muss man jetzt nicht. Könnte auch die Treppe hier nehmen. Okay, das Spiel will also, dass ich da so einen Ball gegenschieße. Das halt gut time, weil ich ja Skill habe. Ich hingegen hab gar keinen Bock zu. Das ist so dumm.
Es ist immer noch so geil, dass Bombenpfeile gleiche Einschlagskraft. Was ist das denn hier? Aha. Wie diese anderen Sachen haben. Wenn man sie schießt, werden nicht totrollen. Oh. Tschüss. Ich will auch in jeder Folge irgendwie wieder mal nicht leben. Was soll's? Was? Dann gönnen wir uns hier erstmal den Schatz. Sesam, öffne dich. Sesam, leck mich am Arsch. Sesam, leck mich am Arsch. Bescheid. Dann gehen wir hier lang. Dann haben wir das hier. Wie viele Herzen habe ich dann schon zur nächsten Folge? Wahrscheinlich genauso viele wie in jeder hier, weil ich wieder nichts mache. Aber ich kann mir dann jetzt schon mal jetzt heute noch einen Schrein schaffen. Sollte? Wären das ja schon 2 Herzen. Wenn. Oder Zelda. Achso, hier ist ein Rätsel. Jetzt schieben wir das da rein. Die grünen Steine, die man in eine Wand schieben kann und dass die dann stecken bleiben, sind mega cool. Wartet mal, wenn ich jetzt hier mich hochschieße, kann ich vielleicht auf Zelda landen. Mir noch ein Item von der snacken. Muss ich schnell hin. Oder ist es mir egal sein lassen? Diese Entscheidungen. Das ist mir egal sein. Ich kann Zelda immer noch einmal farmen. Klingt auch absolut richtig. Ich kann Zelda immer noch einmal farmen. Da oben jetzt schön im Hintergrund chillen, aber mehr auch nicht. Man hatte sie schon genug Cutscenes und sogar einiges an Thumbnails noch von mir bekommen. Er kann sie echt nicht. Das hingegen, der Sternsplitter da. Er könnte mich tatsächlich. Um in der Ebene von Hand. Okay, so kann man sich natürlich auch töten. Ich will auch gar nicht gewinnen. Eigentlich spiele ich dieses Spiel. Verlieren. Gut, ich kann mich wahrscheinlich dann durch das Lager da prügeln und dann den Turm holen. Witzig. Boah. Das wird witzig. Gucken wir mal, ob da auch ein paar gute Gegner dabei sind. Denn blaue Moblins und Bokoblins und so weiter ist ja jetzt. Also, wie ihr seht, schon vom Powerlevel überschaubar. Man mir ja keine Angst mehr. Außer natürlich, sie werfen mit Bomben, dann sind sie heftig. Also, aber so dann wieder nicht. Ist das schön, dass die Monster hier auch mit Bomben werfen können. So als Rache fürs letzte Spiel. Wie sie mit den richtig fairen Bomben einfach kaputt gespammt haben. Gut, haben wir eine Fee verschwendet. Ist auch eine Entscheidung, die ich dann scheinbar getroffen habe. Auch eine Entscheidung. Keine gute, aber eine. Was ist? Ach, ruhig weiter. Sagt, schlaf. Du hättest so ruhig sterben können. Aber nein, du musstest ja aufwachen. Du musstest ja aufwachen, ne?
Liebe es. Ich könnte mir auch noch angewöhnen, meinen guten Daryl durch die Gegend zu schießen. Sollte ich vielleicht dringend. Dringend. Warte mal. Wurde der einfach von einem Blitz erschlagen, während ich nicht hingeguckt habe? Das wäre ja so witzig. Er wurde einfach wegen seinem Stahlhammer von einem Blitz erschlagen. Liebe es. Für seine Waffe. Liebe es. Also. Eieiei. Lustig, lustig. Er ist einfach... Irgendjemand? Was? Noch groß interessant. Könnte oder sollte? Glaub nicht, ne? Ja, hier noch dieses Zeug, die Hauer und so weiter. Helle. Ja, hiervon. Und immer drauf achten, nicht die Bomben zu schlagen. Und dann? Fehlt hier was? Ah, fehlt was. Wo könnte das sein, was da jetzt fehlt? Hier draußen irgendwo rum? Nee, eigentlich nicht. Ihr wisst, was ich mir baue. Hier vielleicht irgendwo eine Höhle, oder? Nicht gesehen hat. Hier sieht's auch eher langweilig aus, was das angeht, ne? Hm, was ist mit dem Turm los? Was fehlt da? Also wie kriege ich das hin? Wie kriege ich das? Gucken wir einfach nochmal von vorne, von dem Lager. Ne? Okay. Dann betreten wir das auch wieder. Diese Angriffskugel ist es nicht, was da oben fehlt. Ja, eigentlich nur ein Teil davor, ne? Da fehlt ja eigentlich nur so ein Teilchen da vorne dran. Hier im Lager irgendwo sein könnte. Aber ich sehe es nicht.
Aber ich sehe es nicht. Oh. Aha. Oder bin ich einfach nur dumm? Ich hätte vor der Tür A drücken müssen. Ich habe es nicht getan. Ich will von keinem von euch was hören. Von niemandem. Weil das hier ist ja gar nicht passiert. Von redet ihr? Redet ihr? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich weiß nicht, wovon ich rede. Ich weiß nicht, wovon ich rede. Das ist auch so eine Aussage, die man mal machen kann. Ich weiß nicht, wovon ich rede. Gar keine Ahnung. Woher sollte ich das wissen? Kein Plan. Gar keine Ahnung. An und für sich, von dem, was ich hier spontan sehe, reizt mich für diese Folge, dann wird auch so ein quasi ein Shoot aus, noch das X, was mir die Dame gemacht hat, ne? Oder diese Himmelskonstruktion hier. Was reizt mich? Vielleicht ja beides. Ich glaube, ich fange im Himmel an. Kann ich später hin backtracken. Kann ich hier im Himmel erstmal arbeiten. Mal gucken. Irgendein Quatsch. Mal gucken. Was haben wir denn hier auf der Insel? Hallo und ein bisschen Feuer. Nicht so aufregend prickeln. Hingegen. Oh. Okay. Das freut mich. Noch eine. Das ist ja jetzt schon Erfolg hier, die Insel. Oh, noch ein Sonnenfleckchen, die ich nie benutze. Oh, wofür auch? Wofür auch? Warum ist das jetzt von hier aus gesehen der interessante Anblick? Was muss das denn sein? Muss das die von hier aus interessante Insel? Aber ist okay. Gehen wir halt darüber. Dieser will zu geizen? Ja. Angriff auf die Insel. Tschüss. Gott. Der wäre tot im Echten. Nicht aber in Hyrule. Nicht aber in Hyrule. Wir sind am Ziel. Hier hinten wartet ein Gegner auf. Eieieiei, Bruder. Ein schöner Schuss, den du da hattest, als du gestorben bist. Respekt, du gestorben bist. Halt jetzt leider auch kein Respekt mehr. Hm.
Typ. Da müsste ich ja klettern können. Ich aber wieder hier drauf. Und down. Das könnte reichen. Anklettern hoch, wir haben ja ordentlich Ausdauer. Gehen in hier die kleine Zwischenkammer und steigen auf. Und steigen auf. Wir sind oben auf der Insel. Spasti. Ich meine natürlich, du Arschi. Oh, du Blödmann. So, da ist die Truhe. Will ich. Gönn ich mir. Gib mir mal. Eine alte Karte. Markiert mir was im Hintergrund. Pelz. Dann klettern wir da wieder hoch. So, wieder genauso wie eben gehabt. Ohne Tulin würde ich das so gar nicht schaffen. Der macht sich schon manchmal nützlich. Wenn er auch häufig nervt, aber manchmal macht er sich auch nützlich. Auch wenn er häufig nervt. Wohin will ich denn? Und könnte. Mach das nicht. Ja, von der Blickrichtung her richtig. Ja. Zwei Raketen drauf. Den will ich dann einfach mal fliegen, ne? Ja. Hier hoch. Boom. Oh, kennt ihr das, wenn man es einfach liebt, wenn der Aufprall dann so schön stumpf ist, so plump. Falls nicht. Egal, ich kenn's ja. Bruder, hättest du mal das Maul gehalten, du hättest leben können. Also. Bist du tot? Ich hoffe, das war dein Wunsch. Meiner war es jetzt nicht. So. Das Rätsel, dafür gibt es übrigens einen Weg. Würde man den jetzt irgendwie festklären. Aber. Gibt auch einfach wie so auf einen anderen Weg das zu machen. So, und jetzt habe ich erst das Ruhe. Im Wille der Weisen drin ist. Ein überraschend starkes, aber dafür auch überraschend unwichtiges Item macht den Schaden eurer Weisen. Und bin jetzt nicht so sicher, ob man jetzt hier dem Spiel auch noch unbedingt Bonusschaden auf seinen Weisen macht. Hier kann ich ja mal zeigen, wie es wäre. Das hier hochfahren. Das ist eine Zeit lang hoch. Und dann lässt man es wieder hochfahren. Und hakt es fest. Und es geht kaputt. Und deswegen mag ich das auch nicht. Dann lasse ich das hier hochfahren. Ich glaube, eigentlich hier oben gab es nichts Tolles mehr. Das Tolle war unten. Oh, übrigens, um das Rätsel richtig zu lösen, hätte ich die Zeit. Ja. Ich mach's jetzt doch einmal richtig, denn
Ich drehe ja die Zeit hiermit zurück. Das hat mir die Rätsellösung verkackt, denn das hier so hängt. Nur das Zeitanhalten auflösen. Und dann ist der gezwungene Zeitfluss nicht mehr da und ich kann alles machen. Immerli. Naja. Kurzer Zauberstab. Meine Waffentasche ist voll und ich will ihn nicht. Alter. Vor allem interessiert mich jetzt nicht so sehr. Oha. Soll ich hier mit rüberfliegen? Dafür habe ich doch bestimmt eine Bauanleitung. Dafür habe ich doch einen Bauplan. Und noch einen dritten. Muss ich wirklich einen davon selber machen? Na gut. Na gut. Können wir rüberfliegen? Können wir da rüberfliegen? Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool gelöst. Hier? In meine Augen hier. Richtig, wir werfen wieder was ein. Klingt so Junkie-mäßig. Wir werfen wieder was ein, ja. Kinder, werft euch nichts ein. Das ist eh schlecht. Also, wenn ihr euch was einwerft, dann werft es nicht daneben. Dankeschön. Aber werft euch lieber nichts ein. Aber wie gesagt, wenn ihr es macht, nicht daneben. Aber lieber gar nicht. War hier irgendwas Neues bei? Nö. Dann muss ich hier jetzt auch eigentlich mal nicht. Will? Hier anfangen. Oh, lieber Schrein, offenbare mir dein Geheimnis. Da bestimmt irgendwo ein grüner Stein. Wo könnte nur der grüne Stein sein? Ja, bringe den Kristall. Entschuldige, den Kristall, nicht den Stein. Entschuldigung. Der ist da auf der anderen Insel. Wir könnten den so einfach rübertragen. Aber... warum sollten wir das tun? So, erstmal will ich da rechts die Truhe jetzt hochdrehen. Die Truhe ist schon hochgerollt. Ah, immer nochmal, ne? Ich hoffe, ihr seht da rechts die Truhe und jetzt gefällt mir das auch. Und dann schiebe ich die doch zu mir hin. Nein. Herum habe ich es jetzt gerade eben aufgerollt. So herum will ich es dann. So möchte ich mal. Ne, so herum wollte ich es ja gerade nicht. So herum will ich sie mal aufdrehen. Leicht.
Nein! Bald ist mir die Truhe egal. Bis. Das ist eh nur wieder eine Markierung für den Untergrund und ist mir egal. Mir einfach egal. Ed reicht auch. Könnt ja auch alle immer nur so viel Dummheit von mir ertragen. Es ist auch immer nur so viel Dummheit für euch ertragbar, dass man halt auch einfach mal so zwischendurch die Reißleine ziehen muss und sagen muss, Navik, das war wieder genug dumm für dieses Jahr. Dieses Jahr. Probier es nächstes nochmal. Gut. Aber den Stein haben wir ja gelöst bekommen. Das haben wir ja hinbekommen. So, ist jetzt die Frage, kriege ich noch ein Rätsel? Oder ist das wieder einfach nur Raurus-Segen, der jetzt wieder hinterhergehämmert wird? Boah, das sieht auch voll aus wie die Axt. Oder wie ne Axt. Ah, es ist Raurus-Segen. Wenn so oft wie Raurus mich segnet, hätte der mir die Herzen auch schenken können. Den Diamant finde ich aber super. Diamant finde ich super. Nicht ins Licht. Damit hätte ich 8. Gut, von der Zeit her mache ich, glaube ich, diese Insel fertig. Dann hätte ich mal gesagt, war es ein schöner Tag. Man sieht halt, da ist so eine Ebene, wo ich runterspringen kann. An und für. Hab ich da so ein Gefühl, was da unten auf mich lauert? Da so ein Gefühl. Ich habe da so ein Gefühl. Ja, ich so noch Energie drin. Ja. Oh. Auch so noch Energie drin. Jo. Hier auch so noch Energie drin. Ja. Na, Bruder, gucken wir mal, wie lange du bestehst, ne? Hast du einen One-Shot? Na, tot ist er mal noch nicht. Er kriegt einen Lebensbalken und er ist ein Beta. Schade für ihn, dass er ausgerechnet einem Alpha wie mir begegnet ist. Das ging einfach kaputt, obwohl ich nicht mehr den richtigen Stein gezogen habe. Lol. Das ist ja ein Witz. Das ist ja. Also, dem sein Motor lässt mich kalt, aber auf dem sein Rücken nicht oder so. Spezial ist mich auch kalt. Kalt. Ich noch hier das hier angucken. Hier was. Ansonsten. Mal da hoch. Richtung dieser Insel. Gibt's da ja was?
die Reise hier jetzt wert wäre. Das war eine Batterie, ne? Der hat ja noch alles. Irgendwie zu aus. Ach, hier die. Tschüss. Verlieren jetzt das Gleichgewicht. Die Batterie ist fällig. Ein bisschen näher gerückt, ja. Oh, das sieht doch ordentlich aus. Schaffen wir doch. Batterien, die ich in der Asche habe. Die viel kleiner sind, aber garantiert viel mehr können. Wo ich auch schon viel mehr einfach haben können. Boah, und das ist meine persönliche. Aber ganz ausreichend. Und geil ist der Erfolg jetzt nicht, ne? Geht der Truhe drin? Eine alte Karte. Ja, danke für nichts. Nichts. Hab ich irgendwo einen Hammer? Irgendetwas Wertloses. Leuchtsteine abbauen und vielleicht hier irgendwo noch einen wertvollen Stein finden. Der die Leuchtsteine nicht wert. Vielleicht nicht wert, denn er weiß. Geist. Raffi und Rodonit ist. Selbstporträt. Oh ja, Eisenholzaxt. Für die. Fürs Album. Selbstporträt? So, Selbstporträt? Ja. Meine Damen und Herren. In der Blutmondspawn kommen alle Monster wieder und es sterben wieder zahlreiche Hylianer. Was eine Freude. Wenn auch sie sich heute den Blutmond, auch ihre blöden Nachbarn sterben können. Blutmondpfeile! Wer die Anspielung verstanden hat, hat Ocarina of Time gespielt. In dem Sinne, bis dahin. Ciao.